Als du ein Kind warst, warst du wach und bewusst, du wolltest wachsen und hast nichts von Schranken gewusst. Du warst stets im Fluss, voller Neugier und Eifer, im Glanz deiner Träume war Freude stets greifbar. Als du kleiner warst, schienst du nahtlos verbunden, in mystischen Märchen und Fabeln versunken. Du hast stets gefunden, was du sehen solltest. Alles kam synchron zu dir, weil du verstehen wolltest. Als ich diese Textzeile von Patrick Kammerer aka Seum zum ersten Mal gehört habe, hatte ich Tränen in den Augen. Und so wie mir geht es tausenden Menschen, die der spirituelle Rapper, Speaker und Autor mit seinen Texten tief im Herzen berührt. Und aus ganzem Herzen heiße ich dich jetzt willkommen zu 1000 First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und wie du im Hintergrund hören kannst, ist es mir in den vergangenen Wochen nicht unbedingt leichter gefallen, eine Umgebung zu finden, um ja, den Podcast und das Intro mit möglichst wenig Hintergrundgeräuschen aufzunehmen. Aber das macht nichts. Immer wieder ein paar Hunde und ein bisschen Verkehr und ein bisschen Dschungel. Ein bisschen Costa Rica-Vibes von mir zu dir. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich jetzt darüber freue, dieses wunderschöne Gespräch mit Patrick Kammerer heute mit dir teilen zu können. Wir sprechen unter anderem über den Schmerz, den der kürzliche Tod seines Vaters bei ihm verursacht hat und wie er dieser Erfahrung mit Liebe und Hingabe begegnet ist und damit in eine Kraft gekommen ist, die auf einer universellen, auf einer spirituellen Weisheit basiert. Die Antwort liegt für mich einfach in der ständigen Wandlung von allem. Und diese Wandlung umgibt uns immer, weil immer alles im Wandel ist, weil sich das ganze Leben in diesen Wellenformen manifestiert und die aus der einen Quelle entstehen und fließen die Formen und werden sich immer wieder neu formen und wieder neu fließen. Und wenn wir das als erste und einzige und wichtigste Wahrheit verstehen lernen, dann wird alles sehr leicht, weil dann wissen wir, dass jegliches Festhalten vollkommen sinnlos ist und dass jeglicher Widerstand auch vollkommen sinnlos ist, weil die Dinge sich eh verändern werden. Patrick ist schon auf vielen großen Bühnen gestanden, hat mittlerweile 21 Alben veröffentlicht und als Musiker viele große Erfolge eingefahren und er erzählt, wie es ihm gelingt, als spiritueller Rapper authentisch zu sein, seinem Herzen zu folgen und andere Menschen durch sein Wirken in ihre Kraft zu bringen. Das hilft mir bei all meinen Songs, dieser Grundgedanke, so, was ist die Kernaussage, die den Menschen abholt und der Welt dient? Und wovon ich kein Fan bin, ist nur anzuklagen oder eben nur in den Widerstand zu gehen oder laut zu werden und den Menschen zu sagen, was sie tun müssten, sondern möglichst liebevoll konstruktiv zu wirken, bestärkend zu wirken, Menschen Kraft zu geben und sie vor allem an das zu erinnern, was sie als Wahrheit in sich fühlen. Das Gespräch mit Patrick ist mit Sicherheit eines der tiefgründigsten Interviews, die ich je geführt habe und ich bin so unglaublich dankbar dafür und hoffe, dass es auch dich so sehr berührt wie mich. Und bevor es jetzt gleich losgeht, habe ich noch ziemlich coole Neuigkeiten für dich, denn viele von euch haben mich in den vergangenen Monaten immer mal wieder gefragt, wie sie denn mit mir zusammenarbeiten können, wie das denn mit meinen Coachings und meinen Mentoring-Programmen so läuft. Also, ich begleite immer nur wenige Menschen gleichzeitig, dafür nehme ich mir umso mehr Zeit und investiere viel Energie in die Vor- und die Nachbereitung der einzelnen Sessions. Die Mentoring-Programme dauern 12 Wochen, umfassen insgesamt 10 Sessions und sind sehr individuell und intensiv. Das heißt, wir tauchen gemeinsam richtig tief ein in deine Potenziale, heben deine Stärken und bringen dich Schritt für Schritt in deine Kraft. Und dafür braucht es von deiner Seite vor allem zwei Dinge, deine Offenheit und dein Commitment. Und naja, du bekommst meine private Telefonnummer und ich bin auch außerhalb der Sessions für dich da. Ende März wird da wieder ein Platz frei und wenn das jetzt bei dir anklingt, wenn du das Gefühl hast, dass du dir auf deinem Herzensweg Unterstützung von mir als dein Visionscoach, Mentor und Meditationstrainer wünschst, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir und wir vereinbaren einen kostenlosen Discovery Call, wo wir klären, ob wir zusammenpassen und wie ich dich auf deiner Heldenreise, auf deinem Herzensweg bestmöglich unterstützen kann. Und noch etwas mag ich unbedingt mit dir teilen. Ich habe nämlich gemeinsam mit zwei befreundeten Coaches, und zwar mit Peter Hackmeier und Thomas Speckerler,
ein Webinar kreiert, um mehr Menschen gleichzeitig zu ermöglichen, mit uns zusammenzuarbeiten und ihr Leben aufs nächste Level zu heben. Das Upgrade Yourself Webinar. Und es findet von 9. bis 11. April 2021 statt. Und unsere Mission dahinter ist es, unsere Kräfte, unsere Erfahrungen, unsere Methoden zu bündeln, um mit dir unsere wertvollsten Tools und Übungen zu teilen und mit dir gemeinsam ein Life-Upgrade zu installieren. Am ersten Tag dreht sich alles um die Kraft unserer Gedanken, wie wir sie beobachten und transformieren können. Am zweiten Tag widmen wir uns dem Thema Emotionen, wie du sie bewusst wahrnimmst und regulierst. Und am dritten Tag geht es darum, unsere Beziehungen im Leben zu verstehen und mit Liebe, mit Verständnis und mit Mitgefühl zu gestalten. Es ist ein richtiges Herzensprojekt geworden von Peter, Tomasz und mir. Und ja, es wäre mir einfach eine riesengroße Freude, dich dort kennenzulernen. Alle Infos findest du unter www.1000firststeps.com/upgrade-yourself. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Und wenn du Fragen hast, dann schreib mir gerne. Danke, dass ich das jetzt mit dir teilen durfte. Und jetzt aber, lasst uns gemeinsam den Vorhang öffnen für Patrick Kammerer alias Seom und dieses wunderschöne Gespräch. Lieber Patrick, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dass du dir Zeit nimmst, um hier im Podcast zu sein. Ich mag dich ganz herzlich willkommen heißen. Hallo. Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein. So schön. Es ist ja auch irgendwie spannend, wenn man die Musik eines Menschen schon seit einiger Zeit hört, die einen so tief berührt, wie mich deine Texte und viele andere Menschen ja auch, denen es ähnlich geht. Dann hat man irgendwie das Gefühl, man hat so eine Verbindung zu einem Menschen, den man weder in echt jemals gesehen hat, noch mit dem man jemals persönlichen Kontakt gehabt hat. Und ich freue mich jetzt einfach unheimlich auf dieses Gespräch mit dir, dir da jetzt virtuell gegenüber sitzen zu dürfen und dass wir uns da ein wenig Zeit nehmen, auch um über deinen Weg zu sprechen, über deine Musik, über deine Herzenswünsche und das, was dein Herz bewegt. Also, ja. Ich würde mal sagen, ich wollte das Gespräch eigentlich anders beginnen heute und habe dann auch in Vorbereitung zu unserem Interview eine deiner aktuelleren Podcast-Folgen gehört von deinem Podcast Piraten-Guerilla-Podcast, wo du ja auch immer wieder sehr offen sprichst, auch über deine Gefühle, über deine emotionalen Zustände, über Spiritualität, wie uns die Spiritualität dabei hilft, den Aufgaben des Lebens zu begegnen, den unterschiedlichsten. Ja, und ich bin jetzt einfach gerade so berührt immer noch von dieser Folge und dem, was du da geteilt hast, dass ich gerne damit beginnen möchte. Du hast über Gefühle gesprochen, die Folge heißt Gefühle, und erzählst da deine ganz persönliche Geschichte darüber, wie dein Vater gestorben ist vor wenigen Wochen. An der Stelle mag ich dir auch jetzt nochmal mein ganz herzliches Beileid aussprechen und mag dich jetzt mal fragen, wie geht's dir? Also ganz ehrlich gesagt, gut, denn das zeichnet mich ja auch aus in den Folgen und auch in dem, was ich tue, dass ich es authentisch erkläre und sage, wie es ist. Und mir geht's jetzt sehr, sehr gut. Man muss dazu sagen, dass der Prozess zum Tod meines Vaters ein Prozess von über 2 Jahren war, also ein Krankheitsverlauf, der sich über 2 Jahre hinwegzog. Ja. Und der natürlich gerade zum Ende hin mit sehr vielen Hiobsbotschaften, von vielen Hiobsbotschaften begleitet war, und irgendwann spürte man einfach, dass es auch schön sein wird, wenn er gehen kann, für ihn. Mhm. Und nachdem die ersten Schockmomente des physischen Gehens sozusagen überwunden waren, kehrte jetzt immer mehr und mehr Frieden ein und immer mehr, ja, Freude für ihn, weil ich auch durch mein Wissen der festen Überzeugung bin, er hat die Räume gewechselt und er ist so nah bei mir, dass ich ihn fast greifen kann und ich fühle das auch stark. Und deshalb ist alles gut. Ja. Und es kommen natürlich Momente, in denen der physische Verlust schmerzt, aber im Endeffekt geht's mir gut. Und ich finde es auch schön sagen zu dürfen, denn viele Menschen würden nach wenigen Wochen des Todes eines so wichtigen Menschen, und mein Dad war mein bester Freund und mein Berater und mein Gefährte,
viele Menschen würden sagen, ich muss jetzt aber ein halbes Jahr lang trauern und darf nicht mehr fröhlich sein. Und das halte ich auch für falsch, weil wenn es mir gut geht und es geht mir sehr schön und sehr gut, dann ist es auch okay. Ja, ja. Ja. Das ist etwas, was ich so interessant finde auch, faszinierend gleichermaßen, dass du nach wenigen Wochen jetzt schon da sitzt und sagst, ja, es geht mir gut, weil du in diesem Prozess schon sehr tief drinnen warst, weil du aber auch, und diesen Eindruck bekommt man ja auch, wenn man so deinem Schaffen folgt, sei es deine Musik, deinen Interviews, die du gibst, deinem Podcast, weil du sehr gut gelernt hast, so scheint's zumindest, mit deinen Gefühlen umzugehen, auch deine Gefühle wahrzunehmen. Du hast ja auch gesagt, dein Wissen hat dir sehr dabei geholfen. Ich gehe mal davon aus, damit meinst du auch so dein tieferes Wissen über das Leben, über die Spiritualität auch. Und darüber mag ich gerne mit dir heute sprechen, so auch, wie wir denn das annehmen können, was wir nicht ändern können und welche Rolle unsere Gefühle dabei spielen und welche Rolle für dich ganz besonders deine Musik dabei spielt. Denn ich glaube, deine Musik ist sehr viel mehr für dich als nur Musik, oder? Ja, definitiv. Also Musik begleitet mich ja schon immer, deswegen ist Musik für mich der Kanal, alles, was ich fühle, wahrnehme und was mir wichtig ist, zu verarbeiten und zu kanalisieren. Und das Schöne ist, dadurch habe ich auch nie das Problem, dass ich Schreibblockaden bekomme oder dass ich irgendeinen Auftrag erfüllen müsste oder irgendeiner Erwartung gerecht werden muss, weil ich mache einfach schon immer das, was ich jetzt tue. Und das ist herrlich, weil das begleitet mich wie ein 13-jähriges Kind, das Tagebuch schreibt. Also ich denke da nicht drüber nach, ich mache das einfach und die Menschen lieben das und das ist mein großes Glück, dass die Menschen das genauso lieben. Und ja, um die Frage zu beantworten, ich weiß mittlerweile sehr gut, was ich tun kann, um diesen Frieden zu finden und zu bewahren. Sei es nach Trauerfällen, als auch in Krisen wie diesen, da können wir auch offen drüber sprechen. Ich bin ja als hauptberuflicher Musiker sehr stark davon betroffen, was gerade für Einschränkungen stattfinden. Und auch durch die Krankenhausaufenthalte meines Vaters war ich sehr, sehr deutlich von dem betroffen, was da draußen stattfindet, weil er dann voll isoliert war und man ihn nicht besuchen durfte. Und wir letztendlich dafür gesorgt haben, dass er zu Hause sterben durfte, weil wir ihn mit einem Pflegeteam und Ärzten zu Hause betreut haben bis zum Schluss. Wow. Worauf ich raus will ist, ich kann Liedchen davon singen, was es bedeutet, Dinge anzunehmen, weil ich das gerade jetzt stärker denn je tue. Yeah. Und die Antwort liegt für mich einfach in der ständigen Wandlung von allem. Und diese Wandlung umgibt uns immer, weil immer alles im Wandel ist, weil sich das ganze Leben in diesen Wellenformen manifestiert. Und die aus der einen Quelle entstehen und fließen die Formen und werden sich immer wieder neu formen und wieder neu fließen. Und wenn wir das als erste und einzige und wichtigste Wahrheit verstehen lernen, dann wird alles sehr leicht, weil dann wissen wir, dass jegliches Festhalten vollkommen sinnlos ist und dass jeglicher Widerstand auch vollkommen sinnlos ist, weil die Dinge sich eh verändern werden. Ja. Und weil die Dinge sich eh in der Richtung entfalten oder eben nicht entfalten werden, wie sie universell betrachtet vorgesehen sind. Und das macht es für mich relativ einfach. Das heißt, ich kann Richtungen bestimmen, ich kann manifestieren, ich kann meine Schöpferkraft nutzen und ich darf aber vor allem verstehen, dass alles vergehen wird. Und das macht jeden Moment zu einem goldenen Moment, zu einem magischen Moment, weil ich weiß, dass jeder Moment wirklich einzigartig ist. So abgedroschen und pathetisch das klingen mag, ist es für mich die absolute Schlüsselerkenntnis der Spiritualität, dass alles im Wandel ist und ich somit in jedem Moment einen einzigartigen Schatz finde. Voll schön. Zusammengefasst auch, es ist ja auch so die Essenz der buddhistischen Praxis ja auch, die du da angesprochen hast, so dieser stetige Wandel, alles Existierende entsteht, verändert sich und vergeht wieder. Und je mehr man in der Lage ist, sozusagen da mitzufließen mit diesem universellen Gesetz, desto leichter kann man dann auch annehmen, was da ist, was man dann nicht ändern kann, was einem aber dennoch etwas zeigen kann. Hast du denn diese Sachen schon, du bist ja in einer sehr spirituellen Familie aufgewachsen. Ich glaube, dein Vater war Heilpraktiker, deine Mama genau. Ebenfalls, hat sich da auch schon sehr früh beschäftigt mit Energetik, mit spiritueller Philosophie und du bist da hineingeboren worden schon, hast also schon sehr früh damit Kontakt gehabt. Würdest du sagen, der Buddhismus als Philosophie, war das etwas, das du schon früh mitbekommen hast? Oder was waren so die zentralen Einflüsse in deiner Kindheit?
es hatte für mich weniger Einfluss im Benennen einer Religion oder einer Glaubensrichtung. Ja. Weil meine Eltern keine Buddhisten sind. Obwohl ich sehr viele buddhistische Ansätze lebe und auch sie sehr viele davon leben, ist es nicht die Glaubensrichtung, die ausschlaggebend war. Es ist aber letztendlich genau die Überzeugung, die daraus hervorgeht. Zum Beispiel, dass grundsätzliche Liebe in allem liegt und wir durch diesen Weg der Liebe, der wirklich bedingungslosen, freien Liebe, Agape nannten es die Griechen, also die Liebe ohne Objekt, eben den Schlüssel zur Glückseligkeit haben, alle in unseren Herzen. Ja. Und damit bin ich früh aufgewachsen, weil meine Mom als Meditationslehrerin und mein Dad als Personal Coach und Heilpraktiker mir das von Anfang an beigebracht haben. Mhm. Und meine Geschichte begann damit, dass meine Mom eigentlich Versicherungskauffrau war und mein Vater Bankkaufmann war. Aha. Und dann wurde meine Mom schwer krank. Ich war noch 5, 6 Jahre alt. Ich war sehr, sehr klein und die Ärzte haben sie praktisch aufgegeben. Es kam ein Heiler ins Leben meiner Eltern, der exakt das lehrte, was meine Eltern dann gelernt haben. Ja. Und er lehrte meine Mom, sich selbst zu heilen. Und das, was die Schulmedizin für unmöglich hielt, hat sie innerhalb von wenigen Monaten geschafft. Und dann sagten meine Eltern, sie möchten exakt das, was ihr das Leben rettete, selbst erlernen. Mhm. Und dann wurde mein Vater eben Heilpraktiker, Personal Coach, Homöopath und meine Mom lernte viele Heiltechniken. Unter anderem Chakra-Energie-Massagen, Reinkarnationen und Meditationstechniken. Und das habe ich, diesen Wandel habe ich als Kind zwischen 5 und 10 Jahren einfach zwangsläufig mitgelebt, weil ich ja in dem Alter da war, wo meine Eltern waren. Ja. Und deswegen wurde der Reality-Check für meinen Verstand auch sofort erbracht. Also ich erlebe häufig auf Konzerten oder Seminaren Eltern, die mich fragen, wie sie ihren Kindern Spiritualität vermitteln können, damit die Kinder das auch ernst nehmen. Ja. Und natürlich ist es schwierig, einem Kind, das nur Computer spielen will oder Fußball spielen will, zu sagen, setz dich hin, meditier, weil das macht dich weise und schlau und bereitet dich aufs Leben vor. Natürlich sagst du als Kind, da habe ich keinen Bock drauf, ich will Fußball spielen. Ja. Und in meinem speziellen Lebenslauf ging es vor allem darum, dass ich das ja gesehen habe. Also das hat ja meiner Mom das Leben gerettet. Ich war ja dabei. Und somit, das meine ich mit Reality-Check, somit war von Anfang an klar, das ist was wirklich Magisches, was wirklich Heilsames. Und dann haben meine Eltern eben aufgehört, in ihren normalen Jobs zu arbeiten und waren auf einmal glücklicher denn je in ihrer Selbstständigkeit. Und dann war der zweite Reality-Check erbracht. Und dann war für mich klar, dass Spiritualität einfach ein natürlicher Teil des Weges ist. Und das Schöne ist, dass es dadurch eben nicht mehr dogmatisiert wurde. Es wurde so entmystifiziert, wenn du so willst. Ich war einfach als Kind schon klar damit aufgewachsen, der festen Überzeugung, das ist das Schönste und Sinnvollste, was man machen kann, so zu denken und zu leben. Und das habe ich seitdem getan. Und dann floss es mehr und mehr, immer mehr in meine Musik ein, umso älter ich wurde. Und so sind wir hier, wo wir jetzt stehen. Ja. Und um da jetzt nicht zu schnell fast forward zu machen, weil ich finde, das sind einige sehr, sehr spannende Punkte dabei, die du da jetzt angesprochen hast. Aber lass uns doch zunächst einmal den Begriff klären. Also nachdem die Spiritualität in deinem Leben eine so zentrale Rolle spielt, etwas, das du in einem Alter schon wahrgenommen hast, das ja extrem prägend ist für einen jungen Menschen, so zwischen 5 und 10, was in diesem Alter passiert, das ist einfach so unglaublich prägend für den Lebensweg. Und da hast du diese Erfahrungen machen dürfen. Was bedeutet denn Spiritualität für dich eigentlich? Also, ich kann dir den Unterschied schön erklären. Ich bin kein Fan von Definition. In dem Moment, in dem ich nicht in meiner Anbindung bin, und es gibt Phasen oder gab vor allem lange Phasen meines Lebens, wo das der Fall war, denn auch bei all dem Wissen kannst du dich vom Weg entfernen. In dem Moment, in dem ich nicht in dieser Anbindung bin und nicht diese gelebte Spiritualität in meinem eigenen Weg fühle, spüre und anwende, ist alles etwas langsamer, etwas grauer. Es unterliegt nicht so sehr meinem Einfluss und die Welt wirkt ein bisschen bedrohlich. So. Und das kennen viele Menschen da draußen, dass die Welt bedrohlich wirkt und dass sie grau wirkt und dass wir keinen Einfluss haben und uns vielleicht sogar wie Opfer fühlen oder ein bisschen versklavt, will ich fast sagen. Ja. Und in dem Moment, in dem du diese Mechanismen in deinem Inneren freischaltest und den Weg sozusagen beschreitest, diesen goldenen Pfad, wie man im Buddhismus auch so gern sagt, in dem Moment hast du den Blick eines Verliebten auf die Welt, weil als wir mit 12 oder 13 oder 15 Jahren das erste Mal verliebt waren, waren die Straßen, die zuvor grau waren, auf einmal bunt. Und alles war schön. Und selbst die Menschen, die uns genervt haben in unserer Umgebung, Bezugspersonen oder Lehrer oder wen auch immer, fanden wir schön und toll. Und es war einfach alles wundervoll. Ja. Und dieses wundervolle Leben im wahrsten Sinne des Wortes
kannst du unabhängig von Personen führen. Und deswegen eben Liebe ohne Objekt, ohne dass wir denken, wir müssten jemanden dafür brauchen. Und das Schöne ist, dass wir diesen Moment des Verliebtseins so schön adaptieren können, weil genau das für mich gelebte Spiritualität ist. Dass wir die Wunder, die Schönheit und die Freude, die Pracht, die farbenfrohe Vielfalt des Lebens in allem sehen. Ja. Und zwar in einer Großstadt, in einer Hochhaussiedlung und überall um uns herum. Und das ist für mich der große Unterschied zwischen gelebter Spiritualität und angewandter und eben nicht gelebter. Ja. Und deswegen wünsche ich mir so sehr, dass Menschen das entdecken, weil es der größte Schatz ever ist für jeden Einzelnen. Das ist ja auch. Und deswegen tue ich alles dafür. Ja, das ist ja auch, darauf möchte ich jetzt genau zu sprechen kommen, weil das ist ja genau das, was du tust. Du hast im Alter von 14 Jahren begonnen, Texte zu schreiben. Du hast eigentlich seit, kann man sagen, fast zwei Drittel deines Lebens mit Musik verbracht, um auszudrücken, was du jetzt ja auch so wunderschön zusammengefasst hast und in Worte gebracht hast. Ein Künstler der Worte, der mit dem, was er sagt, was er ausspricht, so unheimlich viel bewegen kann. Und ich finde, das spürt man auch. Man spürt so dein Herz. Also als ich das erste Lied, das ich von dir gehört habe, war Hüter der Meere. Cool. Wo du erzählst von den Walen und den Delfinen, die da einfach umgebracht werden, ja. Und du erzählst es, aber du schaffst es, habe ich das Gefühl, immer so nicht mit dem Finger hinzuzeigen, und trotzdem den Finger auf die Wunde zu legen. Also du sprichst so die Essenz an einer Thematik in einer solchen Tiefe und dann aber auch mit einem Wortschatz und mit einer solchen Reimkunst, dass es mich zutiefst berührt. Und sag uns doch mal, Seom, für die dich nicht kennen, als Musiker, als Menschen, Patrick Kammerer ist ja nur dein bürgerlicher Name sozusagen, aber du bezeichnest dich ja als Seom, S-E-O-M. Was bedeutet Seom eigentlich, dein Künstlername? Seom steht für Sensitivität, Energie, Orientierung und Mut. Und letztendlich lassen sich diese Eigenschaften einfach sehr schön auch auf die Musik übertragen, auf das, was ich bin, auf das, was ich tue. Und vielen Dank für deine Beschreibung. Das zu Hüter der Meere ist schön, dass das der erste Song war, denn ich wurde für ein Delfin-Projekt zur Rettung der Delfine gefragt, ob ich diesen Song machen kann, zur Rettung der Adria-Delfine. Wunderschön. Und dann habe ich überlegt, so was wäre denn der schönste Zugang, um Menschen abzuholen, ohne eben zu sagen, hört auf, die Delfine zu töten oder achtet darauf, dass wir das Leben bewahren. Und dann war für mich klar, ich mache es einfach aus Sicht eines Delfines. Ja. Und zwar möglichst wertfrei. Einfach nur mal, wie sich wohl diese Spezies ausdrücken würde, wenn sie unsere Sprache sprechen würde. Ja. Ja. Und das hilft mir bei all meinen Songs, dieser Grundgedanke, so, was ist die Kernaussage, die den Menschen abholt und der Welt dient? Ja. Und wovon ich kein Fan bin, ist nur anzuklagen. Ja. Oder eben nur in den Widerstand zu gehen oder laut zu werden und den Menschen zu sagen, was sie tun müssten, sondern möglichst liebevoll konstruktiv zu wirken, bestärkend zu wirken, Menschen Kraft zu geben und sie vor allem an das zu erinnern, was sie als Wahrheit in sich fühlen. Und das Coole ist, dann ist jeder in der Eigenverantwortung, also tatsächlich auch in der Selbstverantwortung, den Weg für sich zu wählen, den er für richtig hält oder sie. Und ich finde es auch passend für die neue Zeit, dass wir eben nicht mehr anklagen und nicht mehr sagen, ihr müsst mir folgen oder ihr müsst das tun, was ich sage, sondern ich gebe den Impuls und wenn du den fühlst, dann wird er dich zu deinen eigenen Handlungen führen, ohne dass ich sage, was du tun sollst. Ja, ja. Und das ist etwas, das ja auch das ist ja die neue Zeit, hast du es auch genannt, etwas, das vielen Menschen schon ein Begriff ist, ein Bewusstseinswandel, der stattfindet. Bei ganz vielen Menschen mittlerweile, der sich von einer subtilen Ebene immer mehr erhebt auf eine bewusstere Ebene, das betrifft eigentlich alles, kann man sagen, alle Lebensbereiche, die Qualität unserer Beziehungen, die Beziehung zur Natur, die Beziehung zu uns selbst, also das, was du auch als gelebte Spiritualität bezeichnet hast, nicht mehr als ein Hobby oder irgendeine New Age Philosophie anzusehen, sondern als die Essenz des Lebens und darauf aufbauend dann Handlungen zu setzen, Entscheidungen zu treffen und dann in höchster Folge hoffentlich auch politische und wirtschaftliche Entscheidungen, so dass die Welt einfach wieder ins Gleichgewicht kommt. Exakt. Und das Schöne ist, wenn du diesen Weg gewählt hast und ihn gehst, kannst du nicht mehr umdrehen. Ja. Und das ist das Coolste daran, weil du willst nie wieder umdrehen. Das Coolste und aber auch das Schwierigste. Ja. Ja. Manchmal will man einfach wieder zurück, oder? Es ist ein bisschen wie bei Morpheus und Neo, so willst du die blaue oder die rote Kapsel, aber wenn du sie halt mal gesehen hast, die reale Welt, die
für andere nicht so real ist, dann verstehst du, dass es keinen Sinn machen würde, umzugehen. Ich finde es so schön, wenn ich in Dankbarkeit durch mein Leben gehe. Also Dankbarkeit ist ein ganz großer Anker. Und viele Menschen, die sich mit Spiritualität nur am Rande befassen, sehen viele große Themen. Ich nenne jetzt mal so ein paar Begriffe wie Transformation und bekommen dann Sorge oder Angst oder auch bei Meditation, ob sie diesem Weg gewappnet sind, ob sie, was man denkt, man müsste 10 Jahre lang in einem indischen Kloster meditiert lernen zu meditieren oder meditiert haben, damit man hier mitspielen kann oder mitsprechen kann und so. Und das ist ja Quatsch. Also das Schöne ist ja, wenn du ein Leben in Dankbarkeit führst, und das kann hier in Bayern, wo ich lebe, ein Landwirt sein, der noch nie was von Osho oder Eckhart Tolle gehört hat, der kann präsent im gegenwärtigen Moment im Einklang mit der Natur voller Dankbarkeit leben und führt ein höchst spirituelles Leben. So. Also es ist ja frei von all den Begriffen, die wir in diese Schublade packen. Und wenn du jetzt am Thema der Dankbarkeit in Dankbarkeit lebst, dann hast du genau das, was du gerade gesagt hast. Es beeinflusst deine Ernährung, deine Gesundheit. Wenn du dein Essen in Dankbarkeit zu dir nimmst, es wird dein Konsumverhalten verändern. Du wirst lokale Bauern und lokale Betriebe supporten. Es wird die Welt ein Stück weit retten auf dieser Ebene. Es wird politischen Einfluss haben. Es beeinflusst dein gesamtes Sein, dein Körper, deine Beziehungen, deine Finanzen, deine Fülle. Es bezieht sich auf all deine Lebensbereiche. Und jetzt haben wir ja nur den Teilbereich von Dankbarkeit, die in allen Lebensbereichen anwendbar ist. Und du kannst Dankbarkeit auf alles anwenden, was dich umgibt. Also auch auf deine Rechnungen und auf deine Wunden und auf deine scheinbaren Defizite, auf all die Menschen, die dich scheinbar nerven, auf alles, auf die Politik und deren Entscheidungen. Wenn du lernst, Dankbarkeit zu kultivieren, verwandelst du wie ein Alchemist und eine Alchemistin alles zu Gold. Und das ist ein höchst spirituelles Denken und ein höchst spiritueller Handlungsansatz, den jeder Mensch sofort durchführen kann, ohne jemals in Indien, in Nepal oder wo auch immer gewesen zu sein. Ja, aber ich meine, das klingt halt einfach auch so fantastisch einfach, und jeder, der das schon mal versucht hat, in einer wirklich schwierigen Situation, wenn einen die Wut überkommt, der Zorn, der Ärger, die Frustration oder das Leid, die Trauer, ja, also ich meine, du hast es auch in deinem Podcast so schön beschrieben, ja, da warst du einfach auch ein Stück weit wütend aufs System, dass dein Vater stirbt mitten in einer Zeit, wo alles einem so schwer gemacht wird, wo es so viele Beschränkungen gibt und Regulierungen und in der schwierigsten Zeit, in der deine Familie jemals war, sozusagen, hast du so eine Wut bekommen auf das System, und wer kann es dir denn verdenken? Und sich dann aber in Dankbarkeit zu üben, ja, wie geht denn das? Durch die erste Erkenntnis, von der wir gerade sprachen, dass ich weiß, dass alles vergeht. Und ich weiß, dass auch die Wut vergeht. So wichtig an der Stelle war, zu spüren, dass ich wütend bin. Und die Wut frei von der Story wahrzunehmen. Denn nur mein Ego und mein Verstand verknüpft die Wut mit den Entscheidungen von einzelnen Politikern. Mein Innerstes weiß, dass hier Wut ist und dass Wut gefühlt werden will und dass Wut wie eine Welle in mir auftaucht. Und nur wenn ich diese Welle fließen lasse, wird sie auch wieder vergehen. Aber wenn ich mich dagegen widersetze, dann ist es wie ein Staudamm, den ich aufbaue, und dann wird Druck entstehen, und dieser Druck wird für Krankheiten sorgen und für Aggression und für Wut, und der wird einen Haufen Unheil in meinem Leben anrichten. Und das Schöne ist, wenn du wütend bist und nur die Wut fühlst, dann lässt sich's viel leichter ertragen, weil du weißt, sie wird wieder vergehen. Also die Welle wird weiter fließen. Und das hilft sehr, sehr stark. Also diese Erkenntnis hat mir persönlich in dem Moment das Leben gerettet. Und die Dankbarkeit kommt in dem Moment, wo die Wut dann langsam wieder abebbt. Und dann fühle ich die Dankbarkeit für die Momente mit meinem Vater, die Dankbarkeit für unsere Familie, für meine eigene Gesundheit, für all das, was mich umgibt. Und die Wertschätzung wird umso größer. Und dann im Rückschluss kannst du auch dankbar sein für diese schmerzvolle Erfahrung, für die Wut selbst, weil du erkannt hast, dass es dir dazu verholfen hat, eine noch tiefere Wertschätzung zum Beispiel gegenüber deinem Vater aufzubauen. Ganz genau. Und weil ich weiß, dass die Wut in meinem Leben eine eher seltene Rolle spielt, wofür ich auch sehr dankbar bin. Und ich glaube, dass viele Menschen sich dann verwehren, weil sie in diese Vorwürfe gehen. Also was uns selbst so groß heilt und so viel Transformation in uns erschafft, ist ja die Vergebung. Dass wir es schaffen können, uns letztendlich eben scheinbar den anderen zu vergeben, aber jede Vergebung im Außen ist eine Vergebung dir selbst gegenüber. Und wenn ich es eben schaffe, den politischen Machthabern zu vergeben, dass diese Dinge, die ich ihnen vorgeworfen habe, geschehen sind, dann vergebe ich mir selbst. Und der Einzige, der dadurch Frieden in sich erschafft, bin ich. Und das ist so schön, weil genauso wie ich es eben
im Gegenzug schaffe, dass wenn ich in Vorwürfe gehe und Politikern oder welchen Menschen auch immer Vorwürfe mache, Buddha sagte so schön, es ist wie ein Stück heiße, glühende Kohle zu nehmen und sie nach dem anderen zu werfen. Der Einzige, der sich daran verbrennt, bist du selbst. Ja. Wir vergessen so oft, dass wir durch Vorwürfe, durch Groll, durch Zorn nur uns selbst verletzen. Und es bringt niemandem was. Wirklich niemandem. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder in diese Vergebung zu gehen. Und das ist eine gewisse Form von Arbeit. Und es ist auch ein Weg, der nicht immer leicht ist, weil er schon damit zu tun hat, dass wir unserem Ego erstmal die Schuhe ausziehen und uns nackt hinstellen und uns selbst somit erstmal auch in der Form betrachten, wie wir es vielleicht nicht gewohnt sind. Aber es heilt so stark. Hast du da ein Tool, das dir ganz besonders hilft, vielleicht eine Übung, sich selbst in dieser Präsenz auch wahrzunehmen, so dass man sich selbst zunächst mal nicht verurteilt dafür, dass man überhaupt einen Widerstand hat, zum Beispiel. Weil das ist ja das, was als allererstes passiert. Ich spüre einen Widerstand in mir, ich spüre den Ärger in mir, gleichzeitig ärgere ich mich über mich selber, weil ich mich ärgere. Und dadurch wird der Ärger gleich mal noch größer und da hat der andere noch gar keine Rolle gespielt. Und hast du da etwas, das dir besonders weiterhilft? Eine spirituelle Praxis, eine Übung, ein Werkzeug? Also für mich ist es die Erkenntnis, dass mein Leben ein riesengroßes Geschenk ist. So, ich habe einen 3 Monate alten Sohn, der ist auch in der Zeit eben jetzt geboren worden. Wow. Und ich sehe an ihm, dass, weißt du, wir sind einzigartige Wunder, jeder einzelne von uns. Und diese Verantwortung, mich selbst als Wunder gegenüber dem Universum wahrzunehmen, hilft mir sehr, sehr stark, nicht in Vorwürfe zu gehen, weil es ist so wie wenn du was Wunderschönes siehst und du denkst dir, das darf man nicht kaputt machen, weißt du? Mhm. Wie wenn, du bist in Costa Rica, wenn so ein wunderschönes, wenn eine Sandburg am Strand gebaut wurde, die so schön ist, die ein Kunstwerk, ein Sandschloss sozusagen. Ja. Und du denkst dir, okay, man sollte es wirklich bewahren, weil es wäre schade um jeden Millimeter, der kaputt geht davon. Obwohl ich weiß, dass sie irgendwann einfach mal vom Wasser mitgenommen werden wird und eh verschwinden wird, bewahre ich sie, solange ich es kann. Und diese Erkenntnis hilft mir sehr stark. Ich habe diesen schönen Satz an meiner Tür. Ich weiß nicht, von wem er stammt. Es ist ein Zitat. Dein Leben ist ein Geschenk des Universums. Doch was du aus deinem Leben machst, wird dein Geschenk an das Universum sein. Mhm. Und ich will, dass dieses Geschenk von mir an das Universum so groß und kostbar ist, wie meines eben auch war. Also das Geschenk, das ich bin, soll erhalten bleiben. Wow. Und dabei hilft mir der Gedanke sehr stark, nicht zu sehr an Groll und Zorn festzuhalten, weil ich mein Geschenk für die Welt bewahren will. Und die Welt hat vor allem von mir, wenn ich glücklich bin und wenn es mir gut geht. Und ich kann auch die Defizite der Welt am besten heilen und Ungerechtigkeiten beseitigen, wenn ich in meiner Kraft und in meiner Glückseligkeit bin und eben nicht, wenn ich im Zorn oder wenn ich in Wut oder Hass bin. Und deshalb ist es auch meine Verantwortung der Welt gegenüber, immer wieder den Weg zu mir zurückzufinden, und zwar mit Sanftmut. Ja, das ist so, so wunderschön, was du sagst, Patrick. Und es bestätigt ja auch diesen, also was mir dazu einfällt, ist der Satz, wenn man fragt, welchen Sinn hat das Leben eigentlich? Und dann ist die Antwort darauf aus meiner Sicht der Sinn, den du dem Leben gibst. Und das ist, finde ich, sehr im Einklang mit dem, was du gesagt hast, und spüre ich ganz große Resonanz, weil man kann das Leben auch so leben, als wäre das einfach völlig selbstverständlich, und so wie Einstein gesagt hat auch, oder du kannst entweder so leben, als wäre alles ein Wunder, oder gar nichts. Aber es ist deine Entscheidung am Ende des Tages. Der freie Wille, den wir haben. Das ist so schön, weil genau dieser Satz, dieses Zitat steht auf der ersten Seite meines neuen Buches, das jetzt gerade beim Verlag ist und das irgendwann im Mai oder Juni erscheinen wird. Fantastisch, dass du den Satz gewählt hast, weil genau das ist wirklich meine Philosophie, dass ich alles als ein Wunder betrachte. Alles. Und ich kenne Menschen, ich beobachte Menschen, die genau den gegenteiligen Weg gehen. Und auch das ist okay. Aber dann erfahren diese Menschen eben leider auch sehr wenig Wunder in ihrem Leben. Weil ich denke mir halt oft so, wenn du nicht an Wunder glaubst, ist ja okay, aber stör mich nicht bei der Entfaltung meiner Wunder. Du darfst es gerne so sehen, als ob nichts ein Wunder wäre. Aber akzeptiere, dass es Menschen gibt, die es anders sehen. Und in meinem Leben entfalten sich so unfassbar viele Wunder. Wie gehst du denn damit um? Ich finde, das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst. Mich hat vor kurzem in einer meiner Online-Meditationen, die ich geleitet habe, eine Teilnehmerin hat da was geteilt, was sie gerade beschäftigt. Und sie hat gesagt,
Jetzt, da sie so auf ihrem Weg ist, so sich spirituell mehr und mehr entfaltet und einfach immer mehr Sinn erkennt auch in diesem Weg, zeigen sich hier einfach alte Freunde, die früher wirklich beste Freunde waren, die da nicht sozusagen auf dieser Wellenlänge sind. Und sie empfindet großen Wehmut, hat sie gesagt. Und ich habe dann noch länger darüber nachgedacht auch, weil ich glaube, das kennt jeder Mensch, der sich, ob jetzt persönlich oder spirituell, weiterentwickelt. Ich glaube, dass beides ohnehin Hand in Hand geht. Aber der erkennt irgendwann, dass Weggefährten, die bis hierher sozusagen da waren, plötzlich nicht mehr dazu passen. Und gleichzeitig will man ja tolerant bleiben, oder? Aber es gelingt dann oft nicht, weil man plötzlich die Ignoranz anderer Menschen sozusagen so klar vor Augen geführt bekommt. Wie gehst du denn da damit um, wenn du sagst, ja, du willst ihnen ja trotzdem auch deine Liebe und dein Mitgefühl schenken, aber irgendwie gelingt es halt manchmal einfach nicht, weil, ja, du hast ja auch gesagt, ja, lass mich damit aber aus dem Kraut, wie man so schön sagt in Österreich. Ja, das stimmt. Ich habe das selbst in der absoluten Härte erfahren. Also als ich mich ganz bewusst für diesen Weg entschieden habe, man muss dazu sagen, um das nachvollziehen zu können, ich habe den Weg zwischen 18 und 25 ungefähr ein Stück weit verlassen. So. Habe mich ein bisschen verirrt auf anderen Wegen. Und als ich dann ganz bewusst wieder zurück auf diesen Pfad gegangen bin, ist es erstmal sehr still um mich geworden. Und das war genau der Punkt. Also all die Freunde, Bekanntschaften und so waren weg, weil ich mich einfach geweigert habe, als Beispiel bei Lästereien teilzunehmen, über Menschen schlecht zu reden, über Menschen herzuziehen. Und wenn du aber in einem Umfeld bist, sei es ein Arbeitsumfeld oder ein privates Umfeld, wo Menschen daran gewöhnt sind, immer über andere Menschen zu sprechen und meistens nicht in den besten Tönen, dann mag man dich irgendwann nicht mehr, weil man das Gefühl hat, dass du, weiß ich nicht, wie so ein Spion bist. Ich habe keine Ahnung, was die Menschen dann denken. Auf jeden Fall spürte ich Ablehnung. Und das war für mich erstmal schmerzhaft, das muss man ganz klar sagen. Und da gibt's auch kein Schönreden. Du wirst erstmal, wenn es blöd läuft, ziemlich alleine sein. Und so ging es mir auch. Die große Erkenntnis ist die, und das ist auch der große Trost, den ich jedem mitgeben kann, das, was danach kommt, ist viel erfüllender. Weil dann kommen Menschen, die sich genau auf deiner Frequenz befinden. Und nur weil alle, die auf einer anderen Frequenz da sind, wegfallen, heißt es ja nicht, dass du alleine bleibst, sondern dass das Universum oder Gott oder wie du es nennen willst, einfach die Schwingungen anpasst. Und dann dauert es eine gewisse Zeit und dann kommt alles in der harmonischen Schwingung, in der du dich befindest, zurück in dein Leben. Und jetzt habe ich die wundervollsten Freunde, die ich mir nur wünschen kann und habe die tollsten Begegnungen und habe deutschlandweit, fast weltweit die wundervollsten Persönlichkeiten um mich herum. Und weiß aber, es brauchte erstmal dieses Tabula Rasa-Prinzip, also erstmal musste der Tisch leer werden, damit er dann wieder neu gedeckt wurde. Und das hilft mir persönlich. Das ist so schön. Ich kann mir vorstellen, Patrick, dass das auch im Hip-Hop ein Thema war für dich. Ich selbst war begeisterter Hip-Hop-Fan. Ich habe selber auch Musik gemacht. Ich habe in einem ähnlichen Alter wie du begonnen, Texte zu schreiben. Mit 13 nächtelang in meinem Zimmer. Das war so mein Ventil nach draußen. Und ich habe dann irgendwann Songs aufgenommen und an Freestyle-Sessions teilgenommen. Aber anders als du habe ich dann irgendwann mit 17, 18 begonnen, in die Disco zu gehen und aufgehört, Hip-Hop zu hören und zu machen und habe mich der elektronischen Musik gewidmet. Das nur irgendwie für dich als Background. Aber ich weiß sehr gut, wie die Hip-Hop-Musik vor allem zu der Zeit so aufgestellt war. Also ich war ein großer Fan von US-Rap, Gangster-Rap, so, und da war alles so krasses Ego. Schaut mich an, wie geil ich nicht bin, was ich nicht alles habe, das zur Schau stellen, das Materielle. Das ist natürlich jetzt sehr pauschal, ja? Es gab ja verschiedene Einflüsse und Strömungen. Aber warst du konfrontiert damit? Ich meine, du bist ja auch auf großen Bühnen gestanden, auch unter anderem, ich glaube, als vor Act von Capadonna, glaube ich, von Wu-Tang Clan, das waren andere noch, ja, also wirklich große Namen. Sehr gut informiert. Ja, warst du da auch irgendwann konfrontiert mit Kollegen aus der Szene, mit anderen Rappern, die gesagt haben, schau dir den an, der macht da spirituellen Rap, was soll denn das eigentlich? Oder war das sehr viel offener, als man das vielleicht glauben möchte von außen?
Nee, offen war das nicht, aber das war ein sehr homogener Wechsel. Der Fluss hin zu dem, was ich jetzt bin, verlief sehr reibungslos. Also ich wurde nie angefeindet, wobei ich weiß, dass viele Menschen mit Sicherheit so denken, weil ich es oftmals dann später gehört habe. Es wurde mir dann aber auf eine reflektierte, schöne Art gesagt, also dass man mich so und so eingeordnet hat. Okay. Was ich dazu sagen muss, es sind zwei Punkte. Also zum einen, ich kann immer noch Rap in der Art hören und feiern, weil ich es persönlich als Actionfilm sehe. Weißt du, ich kann mir einen Marvel-Film, ich kann mir Iron Man anschauen und ich feiere das, weil ich weiß, dass Iron Man ein cooler Actionfilm ist und ich gebe mir den 1,5 Stunden und fertig so. Aber ich weiß eben auch, dass das nichts ist, was meine Realität maßgeblich beeinflusst oder bestimmt. Das ist einfach eine nette Unterhaltung. So kann ich Musik auch in der Form aufnehmen. Was für mich krass war, war, und das führt im Übrigen ganz tief in die eigene Entfaltung, war der Mut, den Mut aufzubringen, mich ganz so zu zeigen, wie ich bin. Und dieser Mut hat mich sehr, sehr lange Zeit gehindert, weil ich ihn nicht aufgebracht hat. Und ich war lange Zeit nicht erfolgreich, weil ich versucht habe, diesem Anspruch gerecht zu werden, es anderen Rappern recht machen zu wollen, in der Hip-Hop-Szene auch wirklich anerkannt zu sein. Und ich hatte früher den großen Wunsch, goldene Platten zu kriegen und in allen Hip-Hop-Medien stattzufinden und in den großen Zeitschriften, die es damals gab, auf der Titelseite zu stehen. Bis ich irgendwann erkannt habe, so, was willst du denn wirklich? Willst du das tun und das leben, was du fühlst und was dir Freude bereitet? Oder willst du dich ein Leben lang verstellen? Das wäre der Preis. Und dann auf die Titelseiten kommen. So. Und für mich war dann irgendwann klar, okay, ich gehe jetzt mal den Weg des reinen Herzens. Und das bedeutet aber auch, ich gehe davon aus, dass es einen riesen Shitstorm von der Hip-Hop-Szene geben wird. Und dass ich auf keinen Fall irgendwo Anerkennung finden werde und dass die Leute mich beschimpfen werden und haten werden. Und das Spannende ist, dass das nie eingetreten ist. Und dass ich durch diese Entscheidung, den großen Mut, mich selbst zu zeigen, den Erfolg meines Lebens bekommen habe. Dann habe ich mein Album geschrieben, Spirit, das ich 2014 geschrieben habe. Das war mein 16. Album. Ich habe mittlerweile 21 Alben geschrieben. Und was unglaublich ist übrigens. Und die ersten 15 Alben waren ja erfolglos, also im wirtschaftlichen Sinne. Ich konnte nicht davon leben. So. Und erst mit dem Album, bei dem ich beschlossen habe, so jetzt zeige ich mich, wie ich bin und wenn ihr mich steinigt, ist mir scheißegal, but I did it my way, das will ich zum Schluss sagen können. So. Und das Spannende war, mit dem Album habe ich einen riesen Plattenvertrag bekommen und dann war ich auf einmal deutschlandweit in allen Plattenläden. Und ich wusste aber, ich will jetzt auch nicht mehr in der Hip-Hop-Szene stattfinden, weil ich mich persönlich auch gar nicht der Diskussion aussetzen will. Also ich habe es nicht mehr nötig. Ihr könnt euch gerne den Thron untereinander teilen, so in dieser Szene. Ich gehe meinen Weg. Und das Spannende ist, dass ich auf dem Weg, den ich gewählt habe, gefühlt immer noch der Einzige bin. Also es gibt natürlich Menschen, die auch spirituelle Musik machen und auch Rapper, die solche Themen haben. Aber das, was ich tue, in der Art, wie ich es mache, mit meinen Büchern, Seminaren, mit meinen Podcasts, das gibt's nicht. So. Ja. Und es ist faszinierend, weil ich bis heute nur Liebe davon bekomme. Wenn du jetzt unter meine neuesten Podcast-Folgen schaust oder Musikvideos, da sind 600 Kommentare und da sind 598 positive. Und die zwei negativen, die sind so unreflektiert, dass sie nicht zählen. Weißt du, das ist so unglaublich gesegnet vom Leben und das kann ich nur jedem empfehlen, so wenn du dich wirklich zeigst, wie du bist und so authentisch bist, dann bekommst du Liebe. Und um es nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, es kommen Rapper, auch bekanntere Rapper, die ich kenne, zu mir und sagen, das, was du machst, musikalisch betrachtet, ist nicht mein Weg, aber ich feiere deine Echtheit, ich feiere die authentische Art und Weise, die ich in dir fühle und das ist letztendlich real. Man sagt so schön, real recognize real, also das Echte erkennt das Echte und im Endeffekt ist es schon das, dass auch Leute, die Gangster-Rap machen, fühlen, okay, der Typ macht was völlig anderes und was mir viel zu weich und viel zu sanft ist, aber ich feiere das, weil er echt ist und das spüre ich einfach sehr stark und das ist die Liebe, die jeder Mensch irgendwie spürt, wenn es echt ist. Ich glaube, das macht auch jedem Menschen Mut, der auf seinem Weg gerade an einem Punkt steht, wo es vielleicht genau darum geht, sich mehr zu zeigen, mehr das Echte in sich selbst nach draußen zu kehren und sich auszudrücken, seine Wahrheit zu sprechen in allen möglichen Lebensbereichen und aber immer wieder oft zurückschreckt, weil man Angst hat davor, was die anderen jetzt denken und ob man dann vielleicht in einem schlechten Licht steht. Aber ich glaube, es macht Mut eben zunächst das Licht, indem man sich selbst präsentiert, indem man für sich selbst ist, in den Vordergrund zu stellen. Vor alles andere. Dann voll.
dann gehen ja auch oft Türen auf, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Wie du ja jetzt auch, bist ja auch ein wunderschönes Beispiel dafür. Plötzlich hast du den Erfolg und du kriegst einen Plattenvertrag und die Leute feiern deine Echtheit. Mit dem hast du vielleicht gar nicht gerechnet, weil in deinem Verstand war nur Panik und wenn ich mich da herzeige, was da passiert. Exakt. Und das Coole ist, dass dann alles von selbst lief. Also dann haben die großen Speaker, sind alle zu mir gekommen und haben meine Musik geteilt. Auf einmal wurde ich zu den größten Kongressen eingeladen und zu Riesenbühnen und stand mit Neil Walsh auf der Bühne und so. Innerhalb von kürzester Zeit. Und das Abgefahrene war, dass ich darum nicht gebeten habe. Also das Universum schon, aber ich habe mich da nicht beworben. Weißt du, so die Leute kamen einfach. Und ich spüre das auch so stark. Schau, du hast mich eingeladen, ich habe deine Homepage angeschaut, mir war sofort klar, sofort machen wir das Gespräch. Weil ich bei dir genau das Gleiche sehe und genau das Gleiche fühle. Und ich glaube, dass das stärker ist als jede Connection. Also als jede konstruierte Connection, die wir jetzt suchen müssen, damit wir Erfolg haben. Viele Menschen suchen ja so nach Verknüpfung. Wer hilft mir weiter? Was geht wo? Man fühlt es. Und ich kann den Leuten immer nur sagen, so, das ist das Allerwichtigste, auch wenn wir von Erfolg sprechen. So, das ist das Allerwichtigste, was du tun kannst. Ich habe ja 3 Ausbildungen gemacht. Und meine letzte war als Logopäde, also als Sprachsprecher und Stimmtherapeut. Und ich habe so viele Patienten in Pflegeheimen behandelt oder in Reha-Kliniken bis zum Ende, also 80, 90, 100-Jährige. Und die Essenz, ich hatte sehr tiefe Gespräche mit diesen Menschen, die Essenz war am Ende immer die, dass sie bereut haben, sich nicht gezeigt zu haben. In Generationen, wo das halt nicht so leicht ging wie bei uns jetzt. Also es ging theoretisch, aber es war einfach ein sehr hart verhärtetes gesellschaftliches Bild vorhanden. Und ich habe mir damals immer wieder geschworen, wenn ich diese 80, 90-jährigen Menschen gehört habe, die mir sagten, mit Tränen in den Augen sagten so, bitte machen Sie das, was Sie machen wollen und bitte geh den Weg deines Herzens und folg dem, was dein Abenteuergeist dir sagt, auch wenn es noch so verrückt klingt. Und dann habe ich mir oft geschworen, so, ich will nicht mit 80 auf dem Sterbebett liegen und sagen, ach, hätte ich doch nur. Und es beginnt mit dieser scheinbar so einfachen Entscheidung, du selbst zu sein. Und es klingt auch so einfach, also wie so ein Spruch auf dem Yogi-Teebeutel, sei du selbst. Aber du musst diesen ersten Schritt musst du wählen, um den Erfolg zu erschaffen. So, der Erfolg wird sich nur aus der Freude, du selbst zu sein, erschaffen. Und mit Erfolg meine ich nicht nur Geld, sondern ein erfülltes, selbstbestimmtes, freies Leben in Freude und in Harmonie. Und das führt auch zu Gesundheit und zu Reichtum und zu allen anderen schönen Dingen. Aber es beginnt damit. Es beginnt damit. Danke für deine Props auch. Das erklärt vielleicht ein bisschen, warum ich diese Connection gefühlt habe zu deinen Texten und du hast dann auf meine Homepage geschaut und irgendwie war deine Connection, obwohl wir noch nie miteinander gesprochen haben. Ich finde, das ist auch etwas, das durch das Wirken, durch solche Medien auch, ob das jetzt Musik ist oder ein Podcast ist, einfach so wunderbar ist. Ein solches Tool, das wir heutzutage zur Verfügung haben, um viele Menschen zu erreichen mit diesen Botschaften, mit diesen energetischen Botschaften vor allem auch. So dass man im Herzen des anderen auch was berühren kann. Einen Funken entfacht, der dann da weiter vielleicht zu einem Feuer wird. Aber voll, das ist ein solches Geschenk. Ich sehe das genau wie du. Das ist so riesig. Schau mal, du sitzt am anderen Ende der Welt und wir unterhalten uns. Ja. Es ist ein solches Geschenk. Ja. Patrick, sag doch bitte, also jemand, der deine Musik jetzt noch nicht gehört hat, und ich gehe jetzt mal davon aus, das sind einige von denen, die uns zuhören, vielleicht kannst du uns eine kleine Kostprobe geben, a cappella, ganz spontan, was dir einfällt, eine Textzeile, die dir besonders am Herzen liegt, du hast ja unglaublich viele Texte, wo du so aus dem Herzen sprichst und auch über dein Innerstes erzählst. Aber vielleicht, was fällt dir ein? Vielleicht kannst du da ein bisschen was zum Besten geben, damit man so ein bisschen einen Eindruck bekommt von deinem Stil, deinem Flow, deinen Texten. Klar, sehr gern. Also was vorab noch ganz kurz wichtig wäre, damit man auch den Einstieg gleich versteht, als wir geboren wurden und als wir klein waren und als wir 5 Jahre alt waren auch noch, wussten wir sehr, sehr klar, wie das Leben gemeint ist. Weil wir wussten, dass jeder Tag ein Abenteuer ist und dass jeder Tag unendliche Möglichkeiten bereithält. Und zwar mit 5 Jahren, scheißegal, ob Montag war oder Freitag war. Ja. Diese Differenzierung, die jetzt Erwachsenenköpfe vornehmen, auch von erfolgreichen Berufen oder nicht erfolgreichen, so, das gab's nicht. Und als du 5 warst, waren Müllmänner Helden und Baggerfahrer waren Helden. Und alle Menschen, die irgendwas Interessantes gemacht haben, waren einfach interessante, wundervolle Persönlichkeiten und Helden, so, und Heldinnen. Ja. So. Und das muss man verstehen, um die Zeilen gleich zu verstehen, denn ich glaube, dass wir diese Anbindung wieder finden dürfen, und die ist leicht zu finden,
um ein glückliches, erfülltes Leben zu führen, weil eben Kinder auch nicht drüber nachdenken, wie die Welt reagiert, wenn sie sie selbst sind. Ja. So, ein Kind weint, schreit und macht, was es will, weil es diesen Antrieb hat, sich zu entfalten. Und das gilt es wieder zu entdecken. Das ist so mein kleines Plädoyer vor dem kurzen Stück. Schön, jetzt bin ich sehr gespannt. Yes, pass auf. The stage is yours. Als du ein Kind warst, warst du wach und bewusst. Du wolltest wachsen und hast nichts von Schranken gewusst. Du warst stets im Fluss, voller Neugier und Eifer. Im Glanz deiner Träume war Freude stets greifbar. Als du kleiner warst, schienst du nahtlos verbunden, in mystischen Märchen und Fabeln versunken. Du hast stets gefunden, was du sehen solltest. Alles kam synchron zu dir, weil du verstehen wolltest. Weißt du noch? Wir waren alle wach als Kind, doch irgendwie ist es geschehen, dass wir eingeschlafen sind. Wir wandeln fast wie blind durch ein Gedankenlabyrinth, während die Göttlichkeit des Alls durch uns alle sinkt. Erwache und folge deiner tonlosen Stimme. Wache Träumer sind die Architekten großer Dinge. Du findest deine Traumfabrik in jedem kleinen Augenblick und dein Leben wird zu einem Zaubertrick. Glaub an dich und jetzt erwache. Geil. Patrick, danke. Danke, gerne. Danke, danke. Was ist deine wichtigste Botschaft an die Welt? Liebe so viel du kannst, wo auch immer du sein magst. Das ist ein Zitat von Thaddäus Golas. Ich liebe dieses Zitat. Ich habe es tausendfach wiederholt schon. So, und es ist so klar. Liebe so viel du kannst, wo auch immer du sein magst. Period. Mehr ist nicht. Ja, dazu gibt's jetzt nichts mehr zu sagen, würde ich sagen. Patrick, wenn man anfangen möchte, sich mit deiner Musik zu beschäftigen, welches Lied, welchen Titel würdest du empfehlen, welches Album? Oder sagst du, schau einfach dir die Titel an, der Tracks, die da so heißen wie Kinder des Lichts oder Berufung oder Umarme das Leben. Und schau, was dich am meisten anspricht? Oder kannst du sagen, okay, fang mit diesem Lied an? Nee, tatsächlich, geh nach deinem Gefühl, ganz klar. Also ich habe auf meinem YouTube-Kanal hunderte, ich glaube 500 Videos oder so. Du kannst auch alles gratis genießen heutzutage. Ja, du kannst dich überall reinfließen lassen. Wenn man mich supporten will über meine Homepage auf seo-music.de, findet man alles, was ich mache. Und ansonsten ist auch ganz, ganz, ganz viel for free. Und ich glaube, wenn du dich deinem Gefühl anvertraust, dann wird es dich genau zu dem führen, was dich vielleicht inspiriert, bestärkt und erinnert. Und das wäre mein Wunsch. Das würde mich am meisten freuen, wenn Menschen einfach sanft wachgeküsst werden und Freude dran haben. Und ich will den Soundtrack zur Entfaltung von Menschen liefern. Und wenn ich das hinbekomme, ist cool. Dann bin ich schon happy. Ich glaube, da bist du schon ein ganz, ganz großes Stück gegangen auf diesem Weg, auf dieser Reise. Und ja, ich wünsche dir, dass du noch ganz, ganz viele Menschen im Herzen berühren kannst mit deinem Schaffen, mit deinem Sein, mit deiner Musik, mit allem, was du teilst. Ich finde es wunderschön. Ich fand das Gespräch mit dir wunderschön. Patrick, vielen Dank für deine Zeit. Danke, mein Lieber. Für deine Offenheit und ja, alles, alles Gute zu dir. Alle Links stellen wir natürlich in die Shownotes, damit man sich da orientieren kann. Dankeschön, es war mir eine Freude. Danke für dein Wirken, mein Lieber. Alles Liebe. Alles Liebe. Peace. Ciao. Schön, dass du dabei warst bei dieser Episode von 1000 First Steps. Wenn du dich über die Themen in dem Podcast gerne austauschen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, deine Gedanken unter dem aktuellen Post auf Instagram @jakob.horvath oder per E-Mail an mail@1000firststeps.com mit mir und der Community zu teilen. Ich freue mich immer sehr, wenn ich lese und höre, was der Podcast bei dir bewirkt, was er in deinem Leben zum Positiven verändert. Wenn das bei dir auch so ist, dann kannst du mithelfen, dass ihn noch mehr Menschen hören können, indem du ihn mit deinen Freunden teilst, mit deinen Bekannten, deinen Kollegen, zum Beispiel als Screenshot in deiner Instagram-Story. Es würde mir auch viel bedeuten, wenn du mir eine Rezension und eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann freue ich mich, wenn du Teil der Community wirst und dich für meinen Newsletter anmeldest. Dort wartet auch ein kleines Willkommensgeschenk auf dich und Infos zu Podcast-Folgen, Meditationen, exklusive Updates zu Abenteuern aus meiner kleinen Welt und mehr.
Den Link zum Newsletter findest du in den Shownotes und auf meiner Website 1000firststeps.com. Ich bin Jakob Horvath, Visionscoach, Meditationstrainer und Autor von Weltnah, raus aus der Komfortzone, rein ins Leben. Das Buch über meine 14-monatige Weltreise mit wertvollen Impulsen für deine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung. Danke, dass du hier dabei warst, dass du den Podcast hörst, dass wir ein paar Schritte gemeinsam gehen können. Wenn du mit mir persönlich arbeiten möchtest, wenn du gerne teilnehmen möchtest an meinen Online-Trainings und Mentoring-Programmen, dann schick mir ein E-Mail und wir vereinbaren ein kostenloses Kennenlerngespräch. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder, wenn du möchtest. Bis dahin wünsche ich dir nur das Beste. Alles Liebe und Namaste, dein Jakob.